mal gefeiert. Dann gab es am Nachmittag einen symbolischen, aber gleichwohl sehr wichtigen Akt in der Dresdner Straße hier in Leipzig. Und zwar wurde da ein Gedenkstein enthüllt, ein Gedenkstein, der erinnern soll an die Gastwirtschaft, in der vor 150 Jahren am 23. Mai 1863 Ferdinand LaSalle und die 11 anderen Deputierten den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein gegründet haben, also einen der Vorläufer der SPD. Wir haben Sigmar Gabriel eben gesehen, Daniela Kolbe, die Bundestagsabgeordnete aus Leipzig, den Bürgermeister Burkhard Jung und auch Martin Dulich, der Partei- und Fraktionsvorsitzende hier aus Sachsen, ist da.